Die Challenge bei Bedo wird Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Ja, hi und herzlich willkommen zurück hier Samstagabend bei der Challenge bei Bedo. Herzlich willkommen, Bedo. Herzlich willkommen. Zwei Gäste heute, aber nur einer macht mit, habe ich gehört. Ja. Alles klar. Atem, du bist bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Also, ich erkläre euch kurz die Regeln. Es ist dieses Mal wieder ein sogenanntes Allgemeinquiz. Hatten wir lange nicht mehr. Diesen Buzzer hier, den müsst ihr gleich betätigen. Einmal bitte draufdrücken, ob es funktioniert. Ja. Sehr gut. Ich stelle gleich ein paar Fragen, gemischt durch. Also für jeden was dabei, allgemein Fragen. Und wenn einer von euch die Antwort weiß, darf er sofort auf den Buzzer drücken. Wer schneller ist, darf dann antworten. Und ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort aber falsch, bekommt automatisch der andere einen Punkt. Okay. Aber es wird nicht nochmal geantwortet. Einfach nur ganz simpel heute. Okay. Seid ihr bereit? Nein. Aber ja, wir machen es trotzdem mal, ne? Ich hoffe. Ich würde sagen, legen wir mal los. So, fangen wir mal an. Erste Frage. Welche Hollywood-Schauspielerin spielte die Hauptrolle in dem Boxdrama Million Dollar Baby? Oh, liegt mir aus. Kenne den Namen nicht. Hätte ich jetzt gedacht. So, ihr habt noch ganz kurz Zeit zu antworten, sonst zähle ich euch runter. Hollywood-Schauspielerin, dunkle Haare. 5, 4, 3, 2, 1. Hilary Swank. Ja, gut. Wäre ich nie drauf gekommen. Kein Problem. Hätte ich jetzt gedacht, dass einer von euch vielleicht. Aber gut, kein Problem. Wir haben ja noch ein bisschen was. Kein Punkt. Es geht weiter. Darüber gab es übrigens auch einen sehr erfolgreichen Kinofilm. Es geht um ein Schiff. Welches bekannte Schiff? Das sank 1912 auf seiner. Das ist die Titanic. Da brauche ich gar nicht zu Ende reden, das war mir schon klar. Aus einer Jungfernfahrt von Southampton nach New York. Das ist die Titanic und demnach einen Punkt für Atem. Weiter geht's. Apropos New York. Nicht schielen, Bedo. Ja, wie viele Einwohner hat die bevölkerungsreichste Stadt der USA heute? Müsst ihr nicht aufs Komma sagen, weil. Aber halt, wie viele Millionen Einwohner? Eine Zahl brauche ich von und wenn euch. Wenn ich tippe falsch, dann kriegt er den Punkt, ne? Versuch's mal. Ich habe eine Vermutung, aber ich liege voll daneben. Und? 22 Millionen. Das ist leider falsch, tatsächlich. Das sind nämlich 8 Millionen. Ich hätte, weil es 8,8 sind, auch 9 Millionen gelten lassen, weil, um es aufzurunden, sagen wir eher 9. 8,8. Echt? Ja, 8,8. Das ist doch keine Großstadt. Da hätte ich jetzt 8 oder 9 gelten lassen. Lächerlich. Ah. So. Cool. Weiter geht's, talking about USA. Wie hieß der vorletzte Präsident der Vereinigten Staaten? Der vorletzte? Barack Obama. Ganz genau. Bedo, ein Punkt. Sehr gut. So, weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen was. Wir sind bei Politik, da bleiben wir auch ganz kurz. Ich habe da mal eine Frage zu. In welcher Stadt wurde Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher geboren? In welcher Stadt? Auf jeden Fall nicht in Hamburg. Nicht, wo er regiert, sondern wo er geboren wurde. Und ja, es ist nicht Hamburg. Wie du weißt es. Ich glaube, dass... Es ist nicht so, es ist nicht so weit weg. Ich weiß es nicht. Bremen. Richtig. Nicht schlecht. Sehr gut. Sehr schön. So, ein Punkt für Bedo. Und ja, zu Bremen, da gehört natürlich auch Sport. Es gibt einen ganz bekannten Fußballverein, Werder Bremen. Wie heißt die Spielstätte von Werder Bremen? Weserstadion. Bedo, sehr gut. Ich würde mag ich sagen, Bremen nicht, aber Punkt. Solche Sachen merke ich mir. Vielleicht merke ich es mir deswegen. Witzigerweise musste ich jetzt bei Bremen an die Bremer Stadtmusikanten denken. Dann habe ich an Tiere gedacht und das hat mich zur nächsten Frage gebracht. Jetzt kommt's. Das ist ein bisschen tricky. Wie heißt die Kreuzung aus Eselhengst und Pferdestute? Was für ein Ding? Eselhengst und Pferdestute. Ich bin raus. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihr das kennt. Und dass ihr gleich schreien werdet, habe ich gewusst. Eselhengst und Pferdestute. Ganz genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Was? Also, ganz bekanntes Vieh. Ich versuche es einfach, aber ich werde mich damit blamieren. Ein Pony? Nee. Keine Ahnung, sah so aus. Willst du es nochmal klein und Pferd. Ich ändere mal kurz die Regeln. Ich habe keine Ahnung. Ein Maultier. Oh. Ja, und ein Maulesel, das ist nämlich das, andersrum, ist eine Kreuzung aus Eselstute und Pferdehengst. Also einmal umgedreht. Wusste ich vorher auch nicht, aber okay. Kein Punkt. So, und jetzt kommen wir noch zu einer allerletzten Frage. Die ist wirklich nicht schwer. Da könnt ihr jetzt nochmal richtig absahnen. Wie heißt denn das Hamburger Wahrzeichen, das allerbekannteste Hamburger Wahrzeichen? Wie es heißt? Ja. Telemichel? Der Fernsehturm? Inzwischen nicht mehr. Inzwischen gibt es noch was anderes. Oh nö, komm schon, das zählt doch nicht. Natürlich. Ey, ich bitte, willst du etwas vergleichen, was gerade mal vor 5 Jahren aufgebaut ist, inzwischen? Zu dem, was schon seit Jahrzehnten hier steht?
Ja, ich kann auch Elbphilharmonie sagen, aber das zählt auch nicht. Ich würde sagen, das zählt jetzt, aber wir haben jetzt halt keinen Punkt, oder? Was zählt denn jetzt? Ich würde sagen, wir haben jetzt ja gar keinen Punkt und würde sagen, wir sind jetzt am Ende der Sendung, Fedo. Okay. Es ist jetzt nicht so schlimm. Wir diskutieren das nachher nochmal. Außerdem hat das Ding 770 Millionen gekostet. Das hätte ich in der nächsten Frage gefragt. Wie teuer war es eigentlich? Nein, aber es ist inzwischen wirklich das Bekannteste. Aber Bedo. Der hat sich voll verschätzt, verrechnet. Bedo, du darfst dich trotzdem beruhigen. Du hast nämlich trotzdem gewonnen. Es tut mir leid, Atem. Aber ich würde sagen, du gehst auch nicht leer aus. Du bekommst nämlich von uns die wunderschöne Loser-Tasse. Was auch immer du morgens gerne trinkst, Kaffee, Tee. Aus der Tasse schmeckt wichtig umso ist besser. Andere Seite, musst du angucken. Ganz genau, musst du einmal schauen. Cool. Ja. Die Challenge bei Bedo wurde Ihnen präsentiert von Lotto Hamburg. Guter Tipp. Das war's für heute Abend. Meine lieben Freunde, danke schön, Laura. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Und danke, Robert und Artem. Danke. Also ein Kompliment muss ich unbedingt heute noch loswerden. Es ist wirklich so, wenn ihr in den Raum kommt, die Power, die Energy, die so ihr unter Brüdern habt, finde ich echt cool. Dankeschön. Ich glaube, das wird euch noch noch weiterbringen. Ich bin ja eh felsenfest darüber überzeugt. Die Jungs, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, unsere erste Sendung war ja kurz nach Rio damals, ne? Genau, richtig. Ja, da hattest du die Bronzemedaille gewonnen. Ja, die hatte ich auch dabei. Hattest du die heute auch dabei? Nee. Achso, damals dabei, ja, genau. Und das war ja die Bronzemedaille nach über 18 Jahren für Deutschland im Boxsport. Zu der Zeit 12 Jahre, ja. Und für Hamburg 40 Jahre, ne? 40 Jahre! Ja. Was ist denn passiert zwischendurch? Du allein geschlafen? Naja, die Hamburger haben wahrscheinlich was anderes zu tun gehabt. Okay, aber wir werden es auf jeden Fall besser machen und irgendwann kommst du hoffentlich mit dem WM-Gürtel hierher. Dankeschön. So, vielen Dank den Harutunian-Brüder, meine lieben Freunde. Das war's für heute Abend. Und wenn ihr Interesse habt an unserem Format, gerne auch auf YouTube vorbeischauen. Gleich im Anschluss an diese Sendung ist natürlich unser Interview, unser Talk online. Außerdem die Mediathek von Hamburg 1 ist natürlich auch da. Hashtag support your local, egal was ist. Folgt uns, seid dabei. Social Media, ohne Social Media läuft ja gar nichts mehr. Ich habe kaum noch Zeit zum Atmen, aber so ist das nun mal im Leben. Ja? Das habe ich auch von Lea, von der Influencerin gelernt. Man muss sich jeden Tag auf sowas vorbereiten. In diesem Sinne, wir freuen uns schon auf nächste Woche und natürlich auf euch und auf Yalla Roo. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.